Willkommen und danke fürs Einschalten auf unserem YouTube-Kanal vom CECT-Shop, eurem Nummer 1 Online-Store für China-Android-Smartphones und heute hier bei uns das Xiaomi Redmi Note 7. Ja, eigentlich müsste man mittlerweile den Xiaomi-Zusatz weglassen, denn die Marke Redmi ist mittlerweile ausgegliedert, selbstständig, also ein Tochterunternehmen von Xiaomi. Hier oben trotz alledem noch das Logo. Ja, und was so im Lieferumfang dabei ist und ein schnelles Hands-on des Note 7 nach dem Intro. Hier vorne prangt es schon in Chinesisch. Ja, 18 Monate Garantie. Redmi ganz schön selbstbewusst, also bei der Qualität des Mittelklasse-Verkaufsschlagers. Das Note 7 kommt dann mit einer Dualkamera mit 48 Megapixel Hauptsensor, 5 Megapixel sekundär angetrieben durch den Snapdragon 660 und ein riesen 4000 mAh starker Akku, der hier verbaut ist. Wir lüften einmal das Geheimnis bzw. die Box und hier im Lieferumfang zum Vorschein kommt einmal eine SIM-Nadel natürlich, damit ihr den Dual-Hybrid-SIM-Slot aus dem Gerät holen könnt. Ja, Dual-Hybrid heißt also, ihr könnt hier entweder zwei Nano-SIM-Karten reinpacken oder eine Nano und eine Micro-SD. Das Note 7 selbst gibt es ja mit 3 plus 32 GB hier in den Farben Schwarz und Blau. Und mit 4 plus 64 und 6 plus 64 in Schwarz, Blau und Twilight Gold. Ja, fehlen darf dann natürlich auch nicht unsere Checkliste, denn wir testen jedes Gerät persönlich vor dem Versand an euch. Und auch schön, dass hier eine Silikonhülle mit im Lieferumfang dabei ist. Dann kommt hier das Smartphone zum Vorschein, also im Gegensatz zu den schimmernden Blautönen und dem Twilight Gold, das schwarze Gerät hier ein bisschen mit Understatement. Wir haben auf der Rückseite die Dualkamera 48 plus 5, steht auch hier ein wenig aus dem Gehäuse raus. Corning Gorilla Glas ist auch verbaut. Glasrückseite, hier ein Plastikrahmen bei dem Gerät kommt zum Einsatz. Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Und noch ein Dual-LED-Blitz, Redmi by Xiaomi. Ja, wir haben mittlerweile einen USB-Typ-C-Ladeport verbaut. Des Weiteren kommt hier auch noch ein Klinkenbuchsen zum Einsatz. Also ihr könnt hier ganz normal eure Kopfhörer verwenden. Ja, und ein 6,3 Zoll großes Display mit Water Drop Notch hier oben, in der sich die 13 Megapixel OmniVision Kamera OV13855 mit einer Blendenzahl von 2 verbirgt. Wir haben außerdem auch noch, wie üblich bei den neueren Xiaomi Modellen, ein LED-Benachrichtigungslicht, selbiges in der Farbe Weiß und auch von der Positionierung her ein bisschen gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich. Also ihr seht hier unten, hier befindet sich das LED-Benachrichtigungslicht. Ich stecke es gerne nochmal ein. Jawohl, also. Wir haben hier dann einen 19,5 zu 9 Seitenverhältnis bei dem Xiaomi Redmi Note 7, 409 Pixeldichte, also hier schon quasi im Flaggschiff-Bereich von der Schärfe des Displays. Ja, angetrieben durch den Snapdragon 660 mit 2,2 GHz Taktung. Ihr seht hier in der mehrsprachigen Firmware-Version ist auch schon der Google Play Store mit dabei. Ihr habt hier außerdem noch ein paar andere G-Apps mit vorinstalliert. In den Tools findet sich dann unter anderem auch ein FM-Radio oder ein Kompass. GPS, HGPS, GLONASS und Beidou ist natürlich auch an Bord. Wir haben hier auch
Dualband Wi-Fi am Start, also ABGNAC mit 2,4 und 5 GHz. Bluetooth 5.0 auch schön mit dabei und die mobilen Daten mit 4G FDD LTE. Band 1, 3, 5, 7 und 8, 850, 900, 1800, 2100 und 2600 MHz. Als Betriebssystem kommt dann hier Android 9 Pi zum Einsatz. Das Ganze dann überzogen, wie immer bei den Xiaomi-Geräten, mit MIUI. Hier der MIUI Version 10. Ihr seht es hier direkt angezeigt im Einstellungsmenü. Hier also das 4 GB RAM-Gerät mit 64 GB internen Speicher. Alle drei Varianten, also 3 plus 32, 4 plus 64 und 6 plus 64, können per MicroSD-Speicherkarte um zusätzliche 256 GB erweitert werden. Und hier auch mal ein schneller Blick ins Sprachmenü, welche Sprachen denn hier tatsächlich verfügbar sind. Also doch eine Menge, sollte somit auch für jeden was dabei sein. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen? Die 48 Megapixel Kamera auf der Rückseite aus dem Hause Samsung ISOCELL S5 GM1 Sensor mit Blendenzahl 1,8. Die 48 Megapixel, die kommen hier allerdings auch nur zum Einsatz, wenn ihr in der Kamera auf den Pro-Modus stellt. Und hier werden dann 4x12 Megapixel Bilder aufgenommen, übereinander gelagert und interpoliert, damit eben diese 48 Megapixel erreicht werden. Ja, der sekundäre Sensor mit 5 Megapixeln, auch von Samsung, der S5 K5 E8, Blendenzahl 2,4. Dual-LED hier gut zu sehen. Dann haben wir hier Abmessungen von 159,21 x 75,21 bei einer Dicke von 8,1 mm und einem Gewicht von 186 Gramm. Ja, der verbaute Akku mit 4000 mAh Kapazität kann hier per Quick Charge geladen werden, also 5 Volt 2 Ampere mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 18 Watt. Freunde, das soll es also soweit gewesen sein hier mit den Redmi Note 7, dem neuesten Mittelklasse-Verkaufsschlager aus dem Hause Xiaomi. PDAF EIS, also die elektrische Image Stabilization, Dark Light Enhancement, also im Dunkeln die Verbesserung, und auch noch eine Handheld Super Nachtsicht werden hier zum Beispiel von der rückseitig zu sehenden Kamera unterstützt. Und selbiges ist wie alle anderen Xiaomi Smartphones ab sofort hier bei uns im CECT-Shop zu bestellen und zu kaufen. Solltet ihr weitere Fragen haben, kein Problem. Hinterlasst uns einfach einen Kommentar hier unter dem Video. Weitere Infos gibt es wie immer in der Videobeschreibung oder direkt bei uns im Shop unter cect-shop.com. In diesem Sinne, nicht vergessen, Daumen hoch, liken, teilen und abonnieren. Bis bald, euer CECT-Shop.